Hi Leute, ein kleines Infovideo über das Buch und ich lebe noch. Wir sind jetzt schon ziemlich weit. Wir haben viel zu viele Seiten, also fast 300 Seiten. Und das ist für eine Biografie sehr viel. Und Marianne schreibt gerade die letzten Kapitel um. Ich glaube, es sind noch drei. Ein Kapitel muss ich noch schreiben. Und eins das Schlusskapitel schreiben wir zusammen. Und dann sind wir fertig, ja. Und das Buchcover ist fertig. Die Werbeplattformen sind fertig. Ich habe heute mein Startnext-Formular angeschickt. Da werdet ihr in Kürze auch den Link unter dem Video finden, wo ihr spenden könnt und euch Bücher kaufen könnt. Und dann, das ist für alle österreichischen Zuseher, planen wir auch Lesungen und Veranstaltungen für das Buch und so weiter. Und mir geht's die letzten 3-4 Tage nicht so toll, weil ich mich ein bisschen überlastet habe, aber das wird schon wieder, ich lege jetzt einfach mal 3-4 Tage Pause ein und dann geht das schon wieder. Aber ja, es macht viel Spaß trotzdem und es ist viel Arbeit und viel Aufarbeitung, aber es macht viel Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Comments schreibt und auf unserer Facebook-Gruppe vorbeischaut. Und ich lebe noch. Ich werde auch den Link in die Videobeschreibung posten. Nehmt daran teil. Dann erfahrt ihr sofort Aktuelles über das Buch. Und ich habe ein Lexikon zum Buch geschrieben. Über meine Krankheiten, wo genau beschrieben steht, was ist. Und das wurde viel zu lange, das hat 50 Seiten. Und das müssen wir unbedingt kürzen. Aber ja, ist auch ganz interessant. Ich habe auch viel dazu gelernt. Ja. Was kann ich Ihnen noch erzählen? Momentan geht es ziemlich hin und her und viel Arbeit und viel Neues und ständig am Sachen organisieren und Werbung machen und ja, schon viel Arbeit so ein Buch. Aber wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich bis Dezember schaffen. Also jetzt müssen mal alle Kapitel fertig werden, dann muss man durchsehen, welches Kapitel wohin kommt und was man noch wegstreicht, was man noch dazu schreibt. Dann noch ein richtiges Vorwort oder so, obwohl es das auch schon gibt, aber das müssen wir nochmal überarbeiten. Dann ist das Backseitencover auch fertig, wo der Text nochmal geändert werden muss. Und ja, das Cover hatte ich übrigens als erstes, bevor ich die ersten Texte hatte. Und ich bin echt zufrieden damit. Wenn ihr das Cover sehen wollt, dann schaut euch das Video, Startnext Projekt Video an. Da gibt es jetzt schon mehrere, sehe ich gerade auf meinem YouTube-Kanal. Aber das ist das erste, was zuletzt abgeloadet wurde. Naja, dann war es das wieder mal. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und ein baldiges, schönes Wochenende. Wir haben ja schon Donnerstag und es ist schon Abend. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ich werde euch wieder neue Sachen erzählen. Und bis dann. Ciao, eure Ines.